Da stand er vom Mahl auf, legte seine Kleider ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und zu trocknen mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Da kam er zu Simon Petrus, der sprach zu ihm, Herr, du wäschst mir die Füße. Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, das verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber hernach erfahren. Da sprach Petrus zu ihm, nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Spricht zu ihm Simon Petrus, Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Spricht Jesus zu ihm, wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden. Er ist vielmehr ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er wusste, wer ihn verraten würde. Darum sprach er, ihr seid nicht alle rein. Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder nieder und sprach zu ihnen, wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin's auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Denn ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr und der Gesandte nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, selig seid ihr, wenn ihr es tut. Ich habe noch nie jemandem die Füße gewaschen. Dabei ist es ja so eine konkrete Aufforderung an uns, oder? Und darum habe ich gedacht, ja, wir lernen heute die Füße zu waschen. Freiwillige vor. Nein, zum Glück niemand. Also ganz ehrlich, ich fände das ziemlich komisch. Also so meine Füße, die tue ich mir doch ganz gerne selber waschen. Das ist so eine von diesen Sachen in der Bibel, wo ich mir denke, nein, Jesus, also bitte, das ist jetzt einfach nicht wörtlich gemeint, oder? Das muss man doch irgendwie anders verstehen. Und vielleicht habt ihr so ein bisschen die gleiche Hoffnung, weil ich bin jetzt schon ein paar Mal hier gewesen und ich habe es jetzt noch nie gesehen, dass man da einander hat, die Füße gewaschen. Und um so ein bisschen die Hoffnung, die wir vielleicht auch haben, zu bestätigen, habe ich mich ein bisschen intensiver mit dem Text auseinandergesetzt, den ich vorhin gelesen habe. Und eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, ich bin zum Schluss gekommen, dass tatsächlich nicht so das wortwörtliche Füßwaschen gemeint ist. Aber die schlechte ist, es ist trotzdem von irgendetwas dreht, was zumindest ich in meinem Leben nicht mache. Und heute wollen wir zusammen anschauen, was das ist, wo nachher Jesus davon sagt, er hat uns ein Beispiel gegeben, damit wir es auch machen. Wir probieren herauszufinden, was das ist und nachher natürlich das ja, wirklich selber zu machen. Zum Verstehen, was es bedeutet, was Jesus gemacht hat, müssen wir natürlich wissen, was er überhaupt gemacht hat. Vielleicht zuerst zum Kontext von dieser Stelle. Ein kleines Bibelquiz. Weiss jemand, wenn das passiert, wenn das die Fußwaschung passiert? Ja, nach einer Reise. Vielleicht ganz konkret die ich jetzt beschrieben habe. Ja, und wer ist bei wem, was ist das? Aha. Ja, ganz richtig, beim Abendmahl. Es ist aber nicht vorher, sondern nachher, was passiert nach dem Abendmahl, nach dem letzten Abendmahl. Das heisst auch, am Tag vor der Kreuzigung passiert es. Das ist ganz wichtig, behalte euch das im Kopf, das spielt dann noch eine Rolle später. Jetzt schauen wir uns aber an, was Jesus da genau gemacht hat. Da stand er vom Mahl auf, legte seine Kleider ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und zu trocknen mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Das, was hier dargestellt wird, das ist so ganz etwas Übliches gewesen. Das war ganz normal gewesen, dass man das dazumals gemacht hat. Das war so eine soziale Praxis gewesen, könnte man sagen. Immer, wenn man zu jemandem zu Gast kam, dann hast du dem Gast sind dem die Füße gewaschen worden. Es war vielleicht auch ein bisschen eigennützig gewesen.
Oder heute, wenn zu uns jemand auf Besuch kommt, dann reicht es, wenn der seine Schuhe abzieht. Normalerweise, wenn er das macht, müssen wir nicht die ganze Wohnung wieder putzen. In ein paar seltenen Fällen muss man vielleicht Tatortreinigung kommen und dem seine Schweiß, die er vom Boden verteilt hat, wieder aufputzen. Aber normalerweise nicht. Und das Problem vom Fußschweiß oder so, das hat es damals auch nicht so gegeben. Die Leute haben immer Sandalen angehabt, ganz gut erlüftet. Sie haben auch keine Socken angehabt. In den Sandalen, also so einen gewissen Sinn für Mode, hat es dann auch schon gegeben. Da ist mal das Bild, so wie man das sich ungefähr vorstellt, wie das ausgesehen hat. Und wenn ihr das so seht, dann ist es vielleicht auch nachvollziehbar, dass es Sinn macht, wenn man sich da die Füße gewaschen werden, bevor da der Gast ins Haus reinkommt mit dem Dreck, der dort dran ist. Aus dem hat sich so eine soziale Praxis entwickelt. Und das war so, die Füße gewaschen hat man immer. Er hat immer jemanden, der niedrig gestellt ist, jemanden, der höher gestellt ist. Also da hat es so einen Unterschied gegeben. Es war also auch nie der Gastgeber selber, der am Gast die Füße gewaschen hat, sondern irgendein niederer Diener von ihm, der das gemacht hat. Es ist nämlich also etwas ganz so Unwürdiges angeschaut worden, jemandem die Füße zu waschen. Oder das war etwas, das man gemacht bekommen hat. Es war eine Ehre, wenn man ihm die Füße gewaschen worden ist, aber selber machen, hätte man es nicht wollen. Also es war so recht verpönt, die Arbeit. Wenn man das Beispiel heute finden will, wäre es vielleicht so das Zusammenlesen von Abfall am Bahnhof oder das Aufputzen von Erbrochenen im Freizeitpark oder das Zusammenkratzen von toten Tieren am Strassenrand. Also einfach so etwas, was einfach komplett irgendwie etwas ist, was niemand machen will. Jemand muss es machen, aber es ist so fest irgendwie schon fast unter unserer Würde, dass man sich ja kann fragen, ob das überhaupt erlaubt sein sollte. Also es gibt noch andere Beispiele, vielleicht auch so das Putzen von öffentlichen WCs oder das Ausfüllen von Steuererklärung. Aber das, was die Füsswäsche da damals war, das war tatsächlich noch viel unwürdiger als alles, was ich bis jetzt aufgezählt habe. Das war so unwürdig, dass man nicht einmal die eigenen jüdischen Sklaven dazu zwingen durfte, das zu machen. Nur die ausländischen Sklaven durfte man zwingen. Also es war wirklich etwas ganz Unwürdiges. Das erklärt auch so ein bisschen die Empörung von Petrus, oder, wenn wir im Text weiterlesen. Da kam er zu Simon Petrus, der sprach zu ihm: Herr, du wäschst mir die Füße. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, das verstehst du jetzt nicht, du wirst es aber hernach erfahren. Da sprach Petrus zu ihm: Nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Jetzt weiß ich nicht, warum genau das wirklich das Füßewaschen so etwas Schlimmes war, so etwas unwürdig war. Eine Theorie, die es gibt, die ich recht gut finde, ist, dass es mit dem Boden zu tun hat. Und zwar ist der Boden als etwas Unreines angeschaut worden. Oder der Boden ist das, was einem verunreinigt. Und die Füße, das ist natürlich das, mit dem man die ganze Zeit auf dem Boden rumläuft. Und darum ist auch das Waschen von diesen Füßen etwas irgendwie Unreines und Unwürdiges. Und das bringt uns auch so ein bisschen in die tiefere Bedeutung von dieser Sache, von dieser Fußwäschung. Wenn wir aber nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen, wenn ich den Text so lese, dann gibt es zwei Sachen, die mir auffallen, die ich irgendwie komisch finde. Das erste ist der Zeitpunkt, wenn es stattfindet. Oder man könnte ja meinen, die Füße waschen tut man dann, wenn der Gast reinkommt. Also eben vor dem Nacht, vor dem Essen. Aber hier passiert es erst nach dem Essen. Und das Zweite, was ich komisch gefunden habe, das ist der Vers, wo Jesus sagt: Wenn ich dich nicht wasche, dann hast du keinen Teil an mir. Das deutet irgendwie schon darauf her, dass das, was Jesus macht, irgendwie mehr ist, als einfach die Füße zu putzen. Da muss irgendwie mehr dahinter sein. Es ist ja nicht so, dass Jesus denkt: Oh nein, wenn deine Füße dreckig sind, dann nicht. Oder es muss irgendetwas Tieferes dahinter stecken. Und die tiefere Bedeutung verstehen, müssen wir einen Blick ins Alte Testament werfen. Denn zumal war es so, dass Gott im Tempel gewohnt hat. Gott hat in seinem Heiligtum gewohnt. Und dort konntest du nicht einfach so reinspazieren, nein, dort nur der Priester hat dort rein dürfen. Oder? Weil Gott ist schlussendlich zu gross und man kann sich Gott vielleicht so ein bisschen vorstellen wie ganz ein heisses, helles Feuer. Du kannst nicht nachher, sonst verbrennst du. Und darum ist das im Tempel und es hat ein riesen Prozedere gegeben, was man machen musste, damit man dort auch rein kann, um Gott zu begegnen. Und nur der Priester hat das dürfen. Und zum Priester werden und in die Begegnung reinkommen, hast du zum Priester geweiht werden.
Und die Priesterweihe, die ist eine recht komplizierte Angelegenheit gewesen, aber etwas ganz Wichtiges bei der Priesterweihe war, dass der Priester gewaschen wird, dass er sich wäscht, und zwar von Kopf bis Fuß, komplett mit Wasser abwaschen. Das musste er machen, um zum Priester geweiht zu werden. Und erst dann konnte er in die Begegnungszone mit Gott hineingehen. Jetzt aber, wenn der Priester wieder rauskommt aus dem Heiligtum und wieder in seinem Alltag ist, natürlich wird er wieder irgendwie unrein. Oder er ist wieder mit dem Boden in Verbindung und so. Und darum muss der Priester jedes Mal, bevor er hineingeht, sich wieder waschen, aber nicht mehr ganz, sondern nur die Hände und die Füße. Warum die Hände und die Füße? Die Hände, ja, ihr wisst selber, was ihr alles macht mit euren Händen. Und die Füße eben, weil sie das ist, was die ganze Zeit, weil sie das sind, was die ganze Zeit den Boden berührt. Darum hat Gott auch angeordnet, dass man so ein Becken macht vor dem Heiligtum, wo sich der Priester immer, bevor er reingeht, drin kann waschen. Für das lesen wir aus Exodus 30, ab Vers 17. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Du sollst auch ein Becken aus Bronze machen mit einem Gestell aus Bronze zum Waschen und sollst es setzen zwischen die Stiftshütte und den Altar und Wasser hineintun, dass Aaron und seine Söhne, also das sind Priester, ihre Hände und Füße darin waschen. Wenn sie in die Stiftshütte gehen, sollen sie sich mit Wasser waschen, dann werden sie nicht sterben. So soll es auch sein, wenn sie an den Altar treten, um zu dienen und ein Feueropfer zu verbrennen für den Herrn. Sie sollen ihre Hände und Füße waschen, dass sie nicht sterben. Das soll eine ewige Ordnung sein für ihn und sein Geschlecht bei ihren Nachkommen. Bevor die Priester ins Heiligtum hineingehen können, müssen sie sich waschen, müssen sie ihre Füße und Hände wieder waschen. Und wenn sie das gemacht haben, dann dürfen sie reingehen und ein Feueropfer verbrennen. Jetzt, das braucht vielleicht auch nochmal einen Exkurs, was das bedeutet. Ein Feueropfer verbrennen. Es war so, man hat vor dem Heiligtum einen Brandopferaltar gehabt. Auf diesem Opferaltar ist das Tier, das man geopfert hat, verbrannt worden. Und der Sinn hinter dem war, dass das Tier schlussendlich komplett verbrannt wird und so zu Gott in den Himmel aufsteigt. Oder wenn man sich Gott vorstellt als ganzes heißes Feuer, dann kann der Mensch nicht einfach so zu Gott herlaufen, er wird verbrennen. Und was darum passiert ist, anstatt dass der Mensch das macht und geht, macht es ein Tier. Und bevor man das Opfer verbrannt hat, bevor man es dargebracht hat, hat der Priester seine Hand auf den Kopf von diesem Tier gelegt. Und das war ein Zeichen dafür, dass sich der Priester mit dem Tier identifiziert. Also es ist nicht irgendwie so, dass er seine Sünde drauf tut oder so. Nein, er hat sich identifiziert. Er hat gesagt, so das Tier, das bin jetzt ich. Und dann hat man das Tier dargebracht und verbrannt. Und so ist das Tier eigentlich in die Begegnung mit Gott gekommen. Und so ist der Priester durch die Identifikation mit dem Tier in die Begegnung gekommen. Oder er hat gesagt, das Tier bin jetzt ich. Und nachher ist das Tier so zu Gott. Das bedeutet, ein Feueropfer zu verbrennen. Und bevor der Priester das machen kann, muss er sich waschen. Warum? Weil das Tier, meistens war es ein Lamm oder so, oder etwas, das ganz rein ist, möglichst unbefleckt ist. Das ist rein. Und damit sich der Priester identifizieren kann mit dem reinen Tier, muss er selber auch rein sein. Oder muss er sich selber auch gewaschen haben. Darum musste sich der Priester waschen, sich identifizieren mit dem Tier und nachher das Tier darbringen. Und so hat die Begegnung mit Gott irgendwie stattgefunden. Wie wir schon haben festgestellt, findet die Fußwaschung eben statt direkt nach dem Abendmahl und direkt vor der Kreuzigung. Jetzt haben wir das so ein bisschen kombiniert, oder? Wenn man die Stelle jetzt anschaut, mit dem Hintergrund von dem, was ich jetzt gesagt habe, vielleicht wisst ihr schon, auf was ich rauswohne. Jesus stirbt am nächsten Tag als Opfer. Jesus ist das Opfer. Jesus ist das Opferlamm, das nachher stirbt und drei Tage später auch wieder aufersteht, wo schlussendlich in den Himmel auffährt zu Gott, wo die Begegnung mit Gott hat. Jesus ist wie das perfekte Opfertier, das von Angesicht zu Angesicht Gott wird begegnen. Dementsprechend sind die Jünger was? Die Priester. Die Jünger sind Priester, die sich identifizieren mit dem Opfertier, mit Jesus, und so schlussendlich den Zugang zu Gott bekommen.
Und das ist das, was Jesus beim Abendmahl schon sagt. Oder? Er sagt, das ist mein Blut, das vergossen wird, das ist mein Leib, das gebrochen wird. Ich werde geopfert werden. Und jetzt kommt die Fußwäschung. Und dann sagt er seinen Jüngern, okay, ich tue jetzt euch die Füße waschen, so wie die Priester müssen die Füße waschen, bevor das Opfer stattgefunden hat. Und wenn ich das nicht machen würde, dann hättet ihr den Anteil an mir nicht. Oder dann hätten sie keinen Anteil an diesem Opfer. Und das ist der Grund, wieso dass Jesus das schlussendlich sagt in Vers 8, wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Teil an mir. Um sich mit ihm, dem Opfertier, zu identifizieren, genau wie der Priester das hat müssen machen, müssen auch die Jünger ihre Füße gewaschen bekommen vorher. Ich lese weiter ab dort. Wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil an mir. Sprich zu ihm, Simon Petrus, Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Jetzt, vielleicht hat der Petrus schon geahnt, oder er steht ein bisschen nicht so gut da in dieser Geschichte, aber vielleicht hat er schon verstanden, dass es irgendwie um ein Opfer und einen Priester weihen geht. Und er sagt, ja gut, wenn du mir schon zum Priester weihen willst, dann richtig, oder? Aber Jesus sagt, wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden. Er ist vielmehr ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle, denn er wusste, wer ihn verraten würde. Darum sprach er, ihr seid nicht alle rein. Die Jünger, die waren eigentlich schon geweiht gewesen, so zum Priester. Sie waren ja schon ewig mit Jesus unterwegs gewesen. Und jetzt hat es nur noch vor dem ultimativen Opfer, hat es nur noch gebraucht, dass sie so wie die Priester sich auf das Opfer vorbereiten, indem ihnen die Füße gewaschen werden. Jetzt war das alles so ein bisschen abstrakt gewesen, vielleicht. Ich probiere es nochmal kurz zusammenzufassen. Jesus ist das ultimative Opfer, wo Gott begegnet. Und so wie die Priester Gott sie begegnet, indem sie Anteil hatten am Opfertier, so begegnen auch die Jünger Gott, indem sie Anteil haben an Jesus, wo das Opfertier ist. Sie müssen also Anteil haben an ihm. Und das geht es hier. Das ist das, was Jesus ihnen klar machen will. Ihr sollt Anteil haben an mir, weil ich bin das Opfer, ich bin das letzte, ultimative Opfer, das euch zu Gott bringt. Darum hat Jesus ihnen müssen die Füße waschen. Jetzt, was heisst es überhaupt, an Jesus Anteil haben? Ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges und ich glaube, ich habe das hier auch schon auf die gleiche Art schon mal erklärt, aber ich mache es jetzt gleich nochmal, weil es einfach wirklich sehr zentral ist zum Verstehen. An Jesus Anteil haben. Vor vielen Jahren haben mir die Leute, generell, die mich überhaupt nicht auskennt mit dem Christentum, ist mir erklärt worden, ja, es ist eben so, Jesus ist für dich gestorben und dadurch sind dir deine Schulden vergeben. Das heisst, du wirst jetzt nicht mehr gestraft oder du bist eigentlich schuldig und so, aber dadurch, was Jesus da hat, wird jetzt die Strafe für dich getragen. Oder Jesus hat die Strafe für dich getragen. Und ich habe mir gedacht, okay, das ist ja irgendwie schön und gut, aber eigentlich macht das nicht wirklich Sinn. Oder stellt euch vor, da wäre ein Mörder und er hat jemanden umgebracht. Und jetzt kommt einer und sagt, schaut, ich gehe für den Mörder ins Gefängnis. Und der Mörder, mit dem passiert nichts. Das ändert ja nichts daran, dass er ein Mörder ist. Also irgendwie, das macht, hat für mich irgendwie nie wirklich Sinn gemacht. Und irgendwann habe ich verstanden, dass das, was Jesus macht, mehr ist als einfach die Schuld tragen. Nein, stellt euch vor, etwas passiert mit dem Mörder, der ihn in seinem Wesen so verändert, dass er gar kein Mörder mehr ist. Erst dann passiert etwas. Oder? Das Evangelium, das ist nicht etwas, wo dir einfach zugesprochen wird, ja, schau, deine Sünden sind dir vergeben, das stimmt, aber es ist viel mehr. Es verändert uns in unserem Wesen. Wenn wir Anteil haben an Jesus, dann heisst es, wir haben Anteil an seinem Wesen, an seinem heiligen, göttlichen Wesen. Und sein Wesen in uns ist das, was uns verändert, so dass wir eben keine Sünder mehr sind. Durch das werden wir in unserem Inneren verändert. Und damit das geht, müssen wir eben Anteil haben an ihm. Oder es reicht nicht, wenn uns da von außen etwas zugesprochen wird. Das wird es und das ist richtig. Aber es braucht es, dass wir wirklich in unserem Inneren verändert werden durch das. Und um diese Veränderung zu haben, müssen wir Anteil haben an ihm. Anteil an diesem Opfer. Jetzt, ich probiere euch das so ein bisschen bildlich zu darzustellen. Der Paulus schreibt im Römerbrief, durch die Taufe sind wir in Jesu Tod hineingetauft und können mit ihm zu neuem Leben auferstehen. Oder Taufe, das ist ja so das Sinnbild für das. Das ist das, was das erste Mal passiert, wo wir Anteil haben an ihm. Und der Paulus beschreibt es so, der Taufe sind wir
reingetauft in seinen Tod und wir stehen zu neuem Leben wieder auf. Und jetzt, man kann sich ja denken, oder wenn wir das Glas wären. Wir sind jetzt das Glas ist vielleicht dreckig. Und wenn man jetzt würde sagen, okay, das Evangelium ist, dass wir dass mir uns vergeben wird, dann kann man sagen, okay, das Glas das wird gewaschen, so, es sieht jetzt nicht mehr dreckig aus, aber es ist einfach immer noch das gleiche Glas. Aber was wirklich passiert in der Taufe ist, dass wir reingetauft werden in seinen Tod und mit ihm wieder auferstehen zu einem neuen Leben. Und ihr seht, das Glas ist nicht mehr leer, sondern das Glas ist jetzt voll. Wir sind erfüllt von etwas Neuem, nämlich erfüllt von dem Leben von Jesus, wo wir reingetauft worden sind. Von dem sind wir erfüllt und darum sind wir jetzt ein anderes Wesen. Wir sind nicht mehr die gleichen, wir sind nicht mehr Sünder, sondern wir sind jetzt erlöst. Es verändert unser Wesen. Das war jetzt keine symbolische Handlung. An Jesus Anteil haben bedeutet, dass wir als Glas erfüllt werden von ihm und von seinem Leben. Wir haben Anteil an seinem Leben, wir haben Anteil am Wasser und das ist das, was uns verändert. Und das ist das, was Jesus sagt, müssen die Jünger haben oder sie müssen Anteil an ihm haben. Okay, jetzt kommen wir aber zurück zu unserer ursprünglichen Frage, was hat Jesus eigentlich gemacht? Jesus hat mehr gemacht, als einfach dient. Das hat er auch gemacht. Er hat weit unter seinen Würden den Jünger dient. Er hat ihnen dient wie ein Knecht. Und so hat er auch uns dient. Oder das Unwürdige, was Jesus gemacht hat, das gipfelt sich schlussendlich darin, dass er am Kreuz stirbt. Der unwürdigste Tod, was es überhaupt gibt. Kleine Parallele, oder? Die Füßwäsche ist etwas, das war so unwürdig, dass nicht mal jüdische Sklaven das dürfen machen, das müssen die Ausländischen machen. Ganz ähnlich ist es mit dem Tod am Kreuz. Das war so eine schlimme Bestrafung, das war so unwürdig, dass kein Bürger vom Römischen Reich das dürfen erleben. Das hat nur der Ausländer dürfen angetan werden. Egal was ein Römer gemacht hat, er ist nie gekreuzigt worden. Das ist zu unwürdig gewesen. Das hat man nur mit den Ausländern gemacht. So unwürdig ist das. Und Jesus ist am Kreuz gestorben für seine Jünger und auch für uns. Er hat weit unter seiner Würde seinen Jünger dient. Und der Dienst ist aber mehr gewesen, als dass einfach ihre Füße sauber werden, sondern es sind ihre Seelen sauber geworden. Jesus hat den unwürdigen Tod am Kreuz begangen und hat uns teilhaben an ihm und seiner Auferstehung. Jesus hat seinen Jüngern so selbstlos und unter aller eigener Würde dient und hat sich selber vom Gott zum Knecht gemacht. Jetzt, das wird nie so gut beschrieben wie natürlich in der Bibel selber. Ich lese aus Philipper 2, Abvers 5. So seid unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. So hat Jesus uns dient. Und wenn ich das höre, dann kann ich gar nicht anders, als mir überlegen, ja, wie ich meinen Mitmenschen diene. Oder wenn Jesus sagt, das ist ein Beispiel, wie ich euch diene und nach diesem Beispiel sollt ihr euch auch einander dienen. Ha. Mir fällt das relativ schwierig und dann tue ich mich sehr schnell mit dem Petrus identifizieren, der sagt, du sollst mir die Füße waschen? Nie. Wenn Jesus das für mich macht, ich mache selber überhaupt nichts Sättiges, das geht doch nicht. Und doch macht es Jesus. Er macht es einfach. Er erwartet nichts zurück, einfach so. Er macht es zuerst, er macht es einfach unaufgefordert. Geht er ans Kreuz für uns. Er dient uns so, ohne dass wir etwas dafür geleistet haben. Er macht es einfach. Er sagt an Petrus, ja, aber du brauchst es, dass ich deine Füße wische. Du brauchst es, dass ich dir so diene. Und darum macht er es einfach.
Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder nieder und sprach zu ihnen: Wisst ihr, was ich euch getan habe? Wissen wir's, was Jesus uns da hat? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin's auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Denn ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr und der Gesandte nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, selig seid ihr, wenn ihr es tut. Und jetzt sind wir wieder bei dieser Aufforderung. Unter unseren Würden dienen bis in den Tod. Das ist das, was wir auch machen sollen. Wir sollen einander so dienen. Was heisst es genau? Ich lese wieder aus dem Philipperbrief, die gleiche Stelle, kurz vorne dran. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Ich finde, das ist gar nicht so einfach. Ich habe so ein Hobby. Die Leute würden es vielleicht eher als Laster bezeichnen. Und zwar spiele ich online am Computer spielen mit meinen alten Schulkollegen. Oder, und das ist so ein Spiel, das funktioniert so, dass du als Team gegen ein anderes Team kämpfst. Also es ist ein Teamspiel, oder? Und wir sind ein Team als meine Kollegen und wir spielen gegen irgendjemand anderes. Und da passiert es natürlich sehr schnell auch, dass wenn jemand etwas Dummes macht oder einen Fehler macht, dann verlieren alle anderen auch. Und umgekehrt, wenn jemand etwas Gutes macht, dann gewinnt man das Spiel. Und so will natürlich jeder der sein, der das Gute gemacht hat. Und es ist aber so, oder? Es ist ein bisschen gemein, man sieht eigentlich nicht so gut, was die anderen alles machen. Das sieht man nicht immer. Und es wird nachher sehr schnell ein bisschen emotional. Wenn jemand etwas Dummes gemacht hat, dann gar nicht gut. Und selber will man natürlich, dass man die anderen sieht, dass man etwas Gutes gemacht hat. So. Und, so geht es mir auch sehr oft, oder? Dass ich nachher auch etwas Gutes gemacht habe, dass wir das Spiel gewinnen. Und dann wollte ich natürlich, dass meine Kollegen wissen, warum. Nämlich wegen mir. Und bei den anderen ist es aber genau das Gleiche. Und ich habe mir schon oft vorgenommen, nein, okay, jetzt heute am Abend mache ich es ein bisschen anders. Heute am Abend bin ich nur auf die anderen ausgerichtet. Oder heute am Abend geht es mir nicht mehr um mich. Und nachher gewinnen wir wieder wegen mir. Und dann denke ich wieder, hey, jetzt die nicht gesehen, wieso wir gewonnen haben, nämlich wegen mir. Oder es ist eigentlich total banal. Vielleicht habt auch ihr so Beispiel aus dem Alltag, was euch so geht, dass ihr denkt, okay, wäre jetzt schon schön, wenn die anderen würden sehen, was ich da gemacht habe. Oder wir sind sehr schnell dabei, so unsere Würde zu verteidigen. Oder es ist noch eins, wenn mir jemand etwas sagt, was ich nicht gut kann, wo ich genau weiss, dass ich es nicht gut kann. Aber wenn jemand nicht sieht, dass ich es eigentlich gut kann, dann stört mich das irgendwie. Oder man muss einfach sehen, was ich gemacht habe. Und ich stelle mich selber so ins Zentrum. Und genau das ist eben nicht die Meinung. Sondern die Meinung ist, dass wir die anderen über uns selber stellen. Das heisst, einander die Füße zu waschen. Den anderen dienen unter unserer eigenen Würde. Dabei ist es ja eigentlich lächerlich, oder? Meine Kollegen sind ja nicht irgendwie unter mir. Es gibt keinen Grund, warum ich mich über sie stellen sollte, überhaupt zu kennen. Und gleich fällt es mir so schwierig, mich unter sie zu stellen. Und bei Jesus, wenn der eine Grund hatte, sich über die anderen zu erheben, es wirklich auch dürfen, dann war es Jesus. Aber genau er, wo Gott ist, Schöpfer von Himmel und Erde, macht die unwürdigste Aufgabe, stirbt der unwürdigste Tod, was überhaupt gibt. Was für ein Schritt vom Gott zum Verbrecher, zum Knecht, zum Sklaven, der am Kreuz stirbt. Was ist verglichen dazu der Schritt von mir als normalem Mensch, einfach ein bisschen unter meine Mitmenschen. Ein unendlich viel kleinerer Schritt. Und es ist ja nicht so, dass Jesus von uns erwarten würde, dass wir das einfach so machen. Nein, er fordert seinen Jünger erst dazu auf, nachdem er den viel grösseren Schritt für sie gemacht hat. Oder wenn Jesus diesen Riesenschritt für mich macht, was ist es schon, wenn ich das kleine Schrittchen nachher auch tue?
Und wir können das, warum? Weil wir Anteil an ihm haben. Weil wir Anteil an seinem Wesen haben, wo das macht. Das ist sein Wesen, dass er sich erniedrigen kann. Und weil wir Anteil an dem haben, können wir das auch. Oder weil wir Wasser in unserem Glas haben. Weil wir Anteil haben an ihm, weil wir erfüllt sind von seinem Leben, gelingt es uns, auch unseren Mitmenschen so zu dienen, wie er das gemacht hat und uns zu erniedrigen. Die einzige Frage, die in diesem Sinn übrig bleibt, ist, machen wir es auch wirklich? Sind wir denn auch bereit, uns unterzuordnen? Oder ist es uns vielleicht wohler, ist es uns angenehmer, ist doch ein bisschen höher zu sehen als unsere Mitmenschen? Jesus hat uns gezeigt, wie es geht. Er befähigt uns dazu, machen wir so. Sind wir bereit, uns zu erniedrigen? Sind wir bereit, unseren Mitmenschen die Füße zu waschen? Lasst uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du dir nicht zu schade bist. Dass du deinen Sohn geschickt hast, der sich erniedrigt hat, vom Gott zum Knecht. Danke, Jesus, hast du das für uns gemacht. Und danke, befähigst du uns durch den Geist, der in uns lebt, das Gleiche auch zu machen zu unseren Mitmenschen. Amen.